Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gehen wir mal wieder CC shoppen, weil wir das schon ganz lange nicht gemacht haben auf diesem Kanal. Und wenn ich hier mal so anfangen muss, Leute, mein größter Tipp ist, geht auf Max's Match CC World, wenn ihr Kassel-Content sucht. Weil die Person halt, das ist so ein CC Feins Tumblr. Und die Person achtet darauf, dass keine Adfly-Links sind und sowas. Und das ist halt mega gut. Deswegen, außerdem gibt es hier so eine Navigation. So halt wirklich so danach suchen, was du genau möchtest. Du kannst auch nach Themen suchen und keine Ahnung. Und das ist mega cool. Wir gehen aber einfach bei Home und schauen einfach mal, was hier so abgeht. Sienna Collection. We love it. Also ich meine, die ganzen Build-CC nutze ich jetzt ja nicht so krass, aber ich speichere ihn mir ab, weil ich den zumindest in meiner Gold Digger Safe File benutze. The Glitch Collection. Centate und Aretha B. Brauche ich leider. Ist das Early Access oder? Guck mal, ich habe das sogar geliked. Ah, guck mal hier. Ich habe das nämlich sogar abgespeichert. Guck mal, dann gönn. Ist der Rest dann auch schon online? Ja. Mega. Denn das ist auch mega. Ich liebe Harris oder Britney. Oh mein Gott. Ist Allison Hair auch schon available? I love it. Cause it's really pretty. Und Green Llamas habe ich ja auch noch abgespeichert. Was haben wir denn hier so? Ist diese Sache schon da? Weil das sind so schöne Sachen. Free Gift gönnt man sich, ne? Dieses Video wird wahrscheinlich komplett wild und macht so gar keinen Sinn, aber ist doch nice, wenn wir uns einfach zusammen freuen, dass es coolen Custom-Content gibt. Außerdem habe ich mir das jetzt verdient, weil ich habe heute sehr viel aufgeräumt in meinem Leben, ja. Und jetzt muss ich auch ein bisschen belohnt werden. Und wenn es halt nur mit Custom-Content-Sachen ist, ja. Guck mal, gibt es hier auch was, wo ich das alles zusammen runterladen kann? Nein. Das wäre ja zu einfach wahrscheinlich. Weil ich will nämlich alles. Jetzt muss ich alles einzeln anklicken. Ich hasse das. Könnt ihr nicht einfach so eine ZIP-Datei machen, wo alles drin ist? Sehe ich so aus, als würde ich nur einen Teil wollen. Serenity-Seite muss dann natürlich auch geliked werden, damit ich weiß, dass ich die besitze. Download. Ha, Serenity-Seite hat einen ZIP. Jawollo. Ich packe mir die Sachen immer in so einen Ordner in mein Lesezeichen hier, wenn die Early Access sind, damit ich die nicht vergesse. Oh mein Gott, warum sind diese Sachen so schön? Sind irgendwelche coolen Tattoos? Watermelon Sugar. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht wirklich irgendwas mit Harry Styles zu tun haben, aber ich finde, sie sehen trotzdem schön aus. Deswegen lade ich sie auf jeden Fall runter. Lotus Wim kenne ich gar nicht. Lotus Wim hat anscheinend Tattoos. And we love Tattoos in this household. Deswegen muss ich sie leider jetzt einmal auch rebloggen. Ihr könnt nämlich in meiner Videobeschreibung auch einfach gucken. Ich habe nämlich auch einen Blog. Ja, da mache ich zwar nicht mehr immer, dass ich das dann teile und so, aber wenn ich dran denke, mache ich es schon. Guck mal, die Sachen sind richtig schön. Ich brauche mehr Tattoos und so, deswegen I love it. Hat die Person nur Tattoos? Also, I'm not here to judge. Ich bin okay, wirklich. Ich finde nicht alles schön. Nein, nein, ich lade auch bestimmt nicht alles runter hier gerade. Ich bin in Ordnung, wirklich. Die Postpacks finde ich jetzt nicht so nice. Aber ich liebe die Tattoos sehr. Ach, das ist auch süß. Zum Glück gibt es nur 5 Seiten. Ich glaube, ansonsten wird das hier schon wieder... Das eskaliert sowieso schon wieder ein bisschen zu viel. Aber we don't talk about it. Erstmal alles runterladen. Also, wenn ihr Tattoos wollt, dann geht auf jeden Fall zu Lotus Swim. Sind sehr schöne Sachen. Ich habe sie zwar jetzt noch nicht in-game gesehen, aber die werden schon gut aussehen. Ich vertraue darauf. Oha, als ob das keine Downloads hat. Oha, wie fies. Aber das sah voll süß aus. Na, dann fühle ich mich jetzt mal ein bisschen besonders hier, ne? So, nachdem ich jetzt auch mal 5 Millionen Tattoos jetzt runtergeladen habe, werde ich mal weiterschauen hier. Ellen Hair. Oh, hübsch. We love Ellen. Ellen kommt mit Animal Crossing Wallpaper, süß. Ein paar mehr Jeans kann man ja nicht nein sagen, leider, ne? Also, ich meine, ich habe zwar viele Jeans im Spiel, aber irgendwie gefühlt nutze ich immer dieselben. Deswegen, vielleicht ist das ja dann der Moment, wo ich dann auch mal andere nutze. You Conjure Your Collection by Peachy Fairy. Ich liebe Peachy Fairy. Also von daher wird das hier gut sein. 7. August, ey. Das ist noch nicht available. Aber das kommt auf jeden Fall hier als Lesezeichen in mein Early Access Ordner. Warum ist hier auf einmal irgendwas mit Weihnachten? Nein. Also ich meine, im Spiel ist es auch oft trotzdem Winter und so. Also dennoch. Tattoos? Oh. Ach. Die kommen trotzdem in meine Early Access Liste. Wie so ganz viele so Highschools machen und so, ne? I love it.
Aber ich würde sie immer über die Galerie runterladen, tatsächlich. Es ist mir viel zu anstrengend. Ich dachte, es würde schon Highschool-Add-ons geben. Aber scheinbar wurden sie zumindest hier noch nicht gereblockt. Weil wenn ein neues Pack kommt, dann gibt es ganz oft so, dass Leute dann so Add-ons machen oder so. Oder Conversions. And I love it a lot. Bisher habe ich nur nichts davon gesehen, sadly. Mehr Tattoos, Leute. Mehr Tattoos. Ich bin okay, wirklich. Simlish Reader Board Miniset. Witzig. Also ich brauche das nicht, aber es ist irgendwie trotzdem cool. So weit war ich auf jeden Fall schon. Das kenne ich jetzt alles schon. Dann schaue ich nochmal bei anderen. Bei Madeleine würde ich gern vorbeischauen. Und auf jeden Fall bei Chilaiki. Die mir übrigens gesagt hat, dass es falsch ausgesprochen ist. Aber sie meinte Milaiki. Also es ist okay, wenn ich sie so ausspreche. Ich weiß gar nicht, ob davon jetzt irgendwas neu ist, weil ich habe auf jeden Fall, habe ich die Pop-Pants schon. Weil ich lade eigentlich immer direkt runter. Weil das ist halt mein Lieblings-Creator. Ich habe legit alles von dieser Person runtergeladen. Das müsste jetzt, glaube ich, sogar neu sein. Jetzt auch schon. Ist schon downloadbar. Diese Laces and Spikes Collection. Darauf habe ich auch schon gewartet. Ich habe auf Twitter gesehen, dass es jetzt endlich möglich ist, runterzuladen, weil die Sachen sind unfassbar cool. Everything in a zip. Jawollo. Full Moon Boots, sind die auch Early Access oder? Nee, Patreon Free. Nice. Man kann nie genug Boots sagen, sage ich euch. Dann wollte ich jetzt noch mal ein bisschen bei Madeleine schauen, weil ich habe früher Madeleine oft, also viele Sachen benutzt, aber mittlerweile bin ich so, ich weiß nicht. Aber irgendwie immer wieder sehe ich dann Leute, die das dann benutzen und dann sieht das voll geil aus und deswegen, ja, schaue ich jetzt einfach mal, ob hier mir so ein paar Sachen ins Gesicht springen, weil das hier zum Beispiel finde ich voll cool. Hier zum Beispiel, ich scroll einfach mal so ein bisschen durch und schau mal. Guck mal, hier so ein bisschen Schwimmzeug, das ist ja cool. Das sieht cool aus. Dieses hier habe ich, glaube ich, ein bisschen Schwimmsachen. Ist ja mal mega. Sieht auch sehr süß aus. Gibt halt viele Kindersachen auch und so. Und I love it. Das sieht nicht so toll aus, finde ich. Das ist weird. Aber wenn ihr das mögt, gönnt euch, Leute. So, was ist das hier? Warum sollte man dieses hier seinen Kindern geben? I don't know. Bei denen weiß ich auch nicht, ob ich die besitze oder nicht. Ich glaube, so ein paar Sachen habe ich auch im Spiel. Ich bin immer sehr zwiegespalten, tatsächlich. Die einen Sachen finde ich mega toll, die anderen finde ich ganz, ganz komisch. Aber es ist halt ein besonderer Stil, ne? Teilweise. Und das ist ja eigentlich auch cool, ein paar Sachen zu haben, die halt auch mal ein bisschen was anderes sind. Das weiß ich, dass ich das habe. Das sieht auch mega cool aus. Weil für Kinder habe ich irgendwie gefühlt nicht mehr so viel. Und das muss sich auf jeden Fall ändern, Leute. Ich weiß, dass das alles sehr gewagt ist, aber ich finde das halt schön. Also ich mag das auch für meine Sims, to be honest. Das habe ich auf jeden Fall. Das habe ich auch. Also für Kinder dann. Oh mein Gott, ein Corgi-Rucksack. Also ich meine, diese Rucksäcke haben mich immer richtig gestresst, weil die immer jedem angezogen wurden. Deswegen lade ich jetzt auch keine Rucksäcke mehr runter, einfach so. Aber ich liebe es trotzdem. Athletic. Also es sind zwar auch ein paar Sachen bei für Erwachsene, aber für Erwachsene habe ich auch eigentlich genug, to be honest. Dennoch lade ich immer mehr runter. Ist kein Problem. Ich habe es mir verdient, Leute. Solange mein Spiel hier funktioniert und so, ist mir das egal. Außerdem kann ich dann mehr Unique Sims erstellen, ja? It's fine. Die Boots sehen hier auch schön aus. Das sieht toll aus. Es ist halt auch so ein bisschen Misch aus Alpha und Maxis Match. Und eigentlich finde ich das so fast so diesen optimalen Stil. I don't know, weil viele steigen jetzt ja auf Maxis Match komplett um. Irgendwie. Nina hat einen riesengroßen Einfluss. Also ich bin ja schon länger jetzt auf Maxis Match umgestiegen, aber ich finde, man kann nicht genug haben. Also schon, aber auch irgendwie nicht. Also weil ich meine, man erstellt ja auch wirklich viele Sims teilweise. Also ich auf jeden Fall. Und da finde ich es halt schon cool, wenn halt jeder in irgendeiner Form unique aussieht, so, ne? Und wenn ich halt nur dieselben Sachen immer benutze, so, und nichts Neues runterladen würde, dann würden sie halt nicht unique genug aussehen, meiner Meinung nach. Deswegen muss zwischendurch mal ein bisschen was Neues her. Teilweise sehen die Sachen auch so richtig teuer aus, das ist voll gut, weil ich ja privat eine Gold-Digger-Challenge spiele. Das ist natürlich dann optimal für my girl und halt auch dann deren Kinder. Guck mal, hier sind Uhren, Schmuck und so. Das ist perfekt. We love some Schmuck. Ich sag, ich gehe maximal bis 30 und dann stopp. Wir brauchen ja auch irgendwo mal eine Grenze, ja? Oh nein, sind die Schuhe süß. Oh mein Gott, sind die süß. Und die gibt's auch noch für Kinder. Anscheinend. Oh mein Gott, I love it so much. Okay, anscheinend ist Madeleine doch wieder ein Anlauf, den ich mir öfter ansehen dürfte. Also mir gefällt natürlich, wie gesagt, nicht alles, aber es sind doch mehr Dinge, die mir gefallen, als ich dachte, wie man oben an meiner Leiste sieht.
Das werde ich mir auf jeden Fall alles runterladen. Sie wird wieder ein bisschen eskalieren. Also, it's fine. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall auf, wie viel ich an Gigabyte gedownloadet habe. Süße Idee, aber irgendwie sieht hier ein bisschen awkward aus. Ich wollte eigentlich noch so The Sims Resource, aber irgendwie ist es schon wieder so eskaliert. Ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Also, ich habe schon wieder auch nicht so die Kraft und dann eskaliert es vielleicht noch mehr und keine Ahnung. Weil The Sims Resource hat ja auch noch so eine Seite, wo halt nur dann, wo man einstellen kann, nur Maxis Match, bla bla. Eine Pause, Leute. Es reicht. Ach, guck mal, das kommt erst noch raus. Early Access Content. Aber das hier für Kinder ist available. Toll. Ich hoffe, mein Akku von der Kamera hält noch so lange durch. Das sieht so cute aus. Guck mal, das hier retweete ich sogar. Retweete. Wir sind hier nicht auf Twitter. Rebloggen heißt das, glaube ich, ne? Rebloggen, ja. Retweeten. Ich verbringe zu viel Zeit auf Twitter, Leute. Ach, Ultimate Pack. Oh. Nee, ich glaube... Nee, ich downloade lieber nur halt so das, was ich auch wirklich will. Guck mal, das habe ich geliked. Tatsächlich. Aber habe ich das eben geliked oder habe ich das vorher schon geliked? Ich downloade das einfach. Und wenn ich es schon habe, dann... Ja, ist es halt so. Dann ersetze ich es halt. Ich habe doch keine Ahnung. Ich kann mir Dinge noch nicht merken. Vor allem die Hälfte ist schon wieder nur für weibliche Sims. Ne, ich raste schon wieder aus. Innerlich. Aber es gibt so viel mehr CC für Mädchen und Frauen. Und ich hasse es ein bisschen, aber ich liebe es auch. Aber ich würde gern auch mehr... Male CC haben. Das hier ist auch unheimlich süß. Also ich finde alles süß, aber das ist irgendwie nochmal besonders. Also mein Akku ist leer. Schade. Ich hoffe, mein Akku von der Kamera hält noch so lange durch. Ich hoffe, das hier kommt mir auch bekannt vor. Es kann sein, dass ich das sogar habe. Da weiß ich auch nicht, ob das Ingame so gut aussieht, aber ja, das werde ich ja dann sehen. Ansonsten zur Not muss ich es halt wegtun. Also ich meine, ich... Das Aussortieren ist ja jetzt auch nicht so schwer. Wieso lädt das hier zu Dropbox weiter? Ist doch super dumm. Wenn du es doch eh schon bei Patreon hochlädst, hä? Ah, das ist für jedes Alter. Nice! Das ist das letzte. Woo! Jetzt packe ich das in einen Ordner zusammen. Und dann sehen wir mal, wie viel das ist. Das hier ist jetzt mein Ordner. So, und wir schauen jetzt einfach mal. Es sind 466 Megabyte und 206 Dateien. Okay, das sollte jetzt erstmal reichen, denke ich, für die nächste Zeit. Live bei mir. Vor allem, weil ich jetzt ja gleich noch ein bisschen mehr downloaden werde wahrscheinlich. Ja, lol. Ich bin okay, wirklich. Ich bin bestimmt nicht CC-süchtig. Es ist in Ordnung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier mit mir dabei wart, ja. Hoffentlich habe ich euren Drang nicht zu sehr erhöht, auch neuen CC zu downloaden, weil ich weiß, dass manche von euch auch einen sehr großen Mods-Ordner haben und der explodiert wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen, meiner wahrscheinlich auch, but it's fine. Manchmal ist es einfach so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!